recht starke Corner Specials, würde ich jetzt mal behaupten. Das sieht man öfter von ihm, auch mal da von da zu treffen. Und die ersten Punkte für Rasta Fechter. Hat ihn sofort gesehen, hat auch sofort mit dem Pass reagiert. Das Dribbling, guter Wurf. Weil ist ja dann ganz klar, wo ist man dann freier? Außerhalb. Und dann kann man auch so einen Wurf treffen. Aus Schiedsrichtersicht ein Foul gewesen. Weil die Aktion an sich möchte man da nicht sehen als Schiedsrichter. Deswegen natürlich auch das Foul. Gut gearbeitet in der Defense von Kirchheim. Oh. Den Abpraller fischt sich Michael Miller und bringt die Bosic-Schneids mit 15 zu 5 in Front und das veranlasst den Gästecoach zur Auszeit. 22-jähriger Aufbauspieler bei Kirchheim. Dann nimmt er sich auch gleich den Pull-up. Ja, Bayram ist selber ein bisschen unzufrieden mit seinem Spiel, das merkt man ihm an. Ja, ja, ja. Aber da hat er ein kleines bisschen recht, da hat man auch gesehen, dass der Fujacic, der Alexa, ein kleines bisschen den Ellenbogen ausgepackt hat. Da muss man... Die jungen Spieler sollen hier in der Pro A lernen. Richtig. Und Spielzeit bekommen. Ja, gut gearbeitet von Fechter hier. Von Sloten gegen Dorn. Boah, stark, stark gemacht. Im Spiel jetzt auch wieder Flowers und Miller. Wiedermanner wieder mit dem Dreier. Sorry, das mit der Statistik, das war natürlich geht nicht komplett auf Michael Miller. Also die gesamte Kirchheimer Mannschaft macht im Schnitt, wo haben wir es, 3,8 Blocks. Ein Ergebnis, das Kirchheim nicht so gefallen wird. Ja. Aber man kann es nicht ändern. Schöner Pass in die Linie von Ticket, von Flowers zu Ticket. Ja, sie sind ein bisschen rangekommen, die Gäste. Jusinski mit dem Stopfer überlegt jetzt erst den rauszulegen, aber macht es dann doch alleine. Niedermeiner mit dem Ziel. Sehr gut reagiert in dem Dribbling. Da nutzt Demi Ward seine Masse aus. Schwerer Wurf. Schwerer Wurf. Stark. Ein Highlight für Sportdeutschland TV. Bedi Meh. Nochmal im Replay hier. Schön eingefangen von unseren Kamerajungs. Er fand Sluten. Auch wieder die Starting. Fangen mit einer Doppelpresse an, die erfolgreich läuft. Anderson probiert es gleich von außen und trifft. Und antwortet sofort. Fechter über ihren Routinier, über Kevin Smith. Aber Ballverlust. Da hat Smith ein kleines bisschen. Also ich weiß jetzt nicht, ob jemand darauf geachtet hat. Der war zu kurz von Ator Pickett. Aber jetzt hat sich Pickett schön in Position gelaufen. Ja. Ja, und Michael Flowers aktuell bei 6 Punkten. Oder bei 9. Gerade sage ich es noch. Und Michael Flowers. Und die Kirchheimer wieder mit der 90. Mit Alexa Bula jetzt schon hier, Neil Feilenschmidt. Die zwei Youngsters jetzt im Spiel. Das macht er unnachahmlich, ja. Michael Flowers. Ja. Das macht er wirklich unnachahmlich. Das kann er. Und hier hat es geklappt. Ja, diesmal hat es geklappt. Schmidt mit den nächsten Punkten. Oh, gut aufgepasst, aber nicht zu fassen gekriegt von Bayram. Hier ein
sehr, sehr effektiver Crossover von Flowers. Rausgerollt. Jetzt wieder ein Pick and Roll, aber Schreiber. Pass nach außen. Und Shriver bestätigt wieder seine Drei-Punkt-Wurf-Künste. Ja. Ja, und wir sind in den letzten 10 Minuten dieses Spieltages. Bosic Knights gegen Rasterfechter 2. Und die beginnen gleich wieder wie im dritten Viertel mit einem Dreier. Will die Spannung hochhalten. Und hier wieder wundervolles Pick and Roll, wundervoller Pass. Musinski mit 17, Flowers mit 16. Smith. Bitte. Ja, jetzt sitzt er von Kevin Smith. Ja. Ja, und Flowers verlegt und jetzt wittert Fechter ihre Chance. Und Caden Anderson nutzt sie. Fünf Sekunden noch auf der Shotclock. Muss was kommen. Natürlich von wem? Von Flowers. Hatte leider nicht so viel Zeit. Didime. Holt sich da den Rebound und das End One. Sehr, sehr stark. Und jetzt verteidigen sie auch anders. Die Körpersprache ist ganz, ganz anders bei Fechter. Niedermann probiert es von außen. Und macht es von außen. Jetzt macht noch eine Verteidigung stimmen und dann ist der Sieg bei Kirchheim. Aber Anderson ganz frei. Oh, Caden Anderson verkürzt nochmal auf 80 zu 75.